Ja, ich habe immer gesagt, Ernährung ist das Letzte, was ich mir nehmen lasse. Ich habe gesagt, dass mir egal, wie schlimm meine Endometriose ist, es ist egal, wie es mir geht, Ernährung lasse ich mir nicht nehmen. Ja, ein paar Jahre später versuche ich schon, auf meine Ernährung zu achten. Ich versuche mich aber auch gleichzeitig damit nicht zu stressen, weil Stress tut mir und meiner Endometriose ja genauso nicht gut. Habe immer mehr herausgefunden, welche Lebensmittel mir gut tun, welche Lebensmittel mir nicht so gut tun. Was ich in den letzten Wochen auf einmal plötzlich gemerkt habe, dass ich immer mehr auf histaminhaltige Lebensmittel reagiere. Auf einmal ganz plötzlich habe ich Ananas nicht mehr vertragen. Tomaten geht auch nur in kleinen Mengen. Thunfisch auch nur noch in kleinen Mengen. Damit kann ich mich noch nicht ganz so anfreunden. Willst du die Zucchini schon mal machen? Ja. Sehr viel fettiges Essen ist auch so ein Thema. Und habe halt immer mehr versucht, unser Leben sozusagen ein bisschen daran anzupassen. Also auch was Auswärtsessen angeht. Mal eben in der Mittagspause was zu essen holen, ist bei mir nicht. Also ich bringe mir jeden Tag mein selbstgekochtes Essen mit auf die Arbeit, weil ich einfach weiß, das vertrage ich. Danach geht es mir meistens gut und somit kann ich halt besser auch einfach meinen Tag planen. Weil wenn ich das nicht tue und mal eben mit den Kollegen irgendwo eine Pizza holen gehe, dann weiß ich, dass es mir danach eigentlich ja oftmals sehr schlecht geht und ich dann Probleme habe, meinen Arbeitsalltag irgendwie zu bewältigen. Und das versuche ich halt zu vermeiden. Für dich war es am Anfang eine ganz schöne Umstellung, oder? Also ich habe kein Problem damit, wenn ich ihm irgendwie extra noch irgendwas an Fleisch oder dazu mache oder ihm irgendwas noch anderes dazu mache. Ja, aber mittlerweile ist das gar kein Problem mehr. Ja. Am Anfang habe ich das häufig noch gemacht. Das ist selbstverständlich geworden. Also man hat sich auch irgendwo drauf angepasst. Und beziehungsweise es war auch eine deutliche Verbesserung irgendwo. Ich weiß noch, am Anfang, ich koche was mit Süßkartoffel. Was für ein Ding. Da hat er mich angeguckt, habe ich noch nie gegessen. Ich so, ja dann. Irgendwann ist immer das erste Mal. Mhm. Und jetzt fragt er mal, kannst du noch mal das Süßkartoffelgericht machen? Ja. Ja, so entwickelt sich das. Soll ich was Sahne dran machen? Ja, komm. Ja, doch. Ich denke, das ist der beste Weg, dass jede Betroffene herausfindet, welche Ernährungsform verträgt man am besten, was lässt sich auch am besten in den Alltag integrieren. Es ist halt Stress, wenn man sagt, ich will mich unbedingt zuckerfrei ernähren, aber es halt irgendwie nicht in den Alltag eingebaut bekommen, dann ist es nur Stress und das hilft halt auch nicht. Guten Appetit. Guten Appetit. Also ich sag immer nur jedem, er soll herausfinden, was für einen am besten ist.